Letzter DEL-Spieltag vor der Olympiapause. Die Helios Arena war Schauplatz des Duells Schwenningen-Wolfings gegen die Eisbären Berlin. Diesmal mit Marvin Küper für Petri Vehanen im Tor. Pat Cortina, der Trainer der Wild Wings, er konnte wieder zurückgreifen auf die zuletzt verletzten André Hulz und Benedikt Brückner. Und wir steigen ein in die zweite Minute. Die Eisbären zunächst mit dem Scheibenbesitz. Dann der Fehler von Aubrey Pukula auf Ciliati. Und schon stand es 1:0 für die Hausherren. Auftakt nach Maß. Und da kam die Doppelsäge vom Italo-Kanadier. Dank gütiger Mithilfe von Aubrey schaffen es die Schwenninger vors Tor von Marvin Küper zu kommen, für den der Abend denkbar schlecht begann. Stefano Ciliati mit seinem 13. Saisontreffer und dem 1:0 für die Wild Wings. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der Gäste durch Jamie McQueen, der zog einfach mal ab und plötzlich war die Scheibe im Kasten von Dustin Strahlmeier. Und an den Mienen der Beteiligten war schon abzulesen. Ein ganz krummes Tor. McQueen trifft Bittner am Hosenboden und von dort aus ging die Scheibe rein am völlig verdutzten Dustin Strahlmeier. 1:1, 9. Minute. Ein eher glückliches und schmeichelhaftes Tor für die Eisbären gegen Schwenninger, die ein gutes erstes Drittel spielten und den Pfosten trafen hier durch Fleury. 13. Spielminute in Powerplay. Küper ist die Sicht verstellt. Der hätte wohl bei diesem Versuch nie und nimmer eine Chance gehabt. Auf der anderen Seite auch die Berliner mit der dicken Möglichkeit. Baxmann, 19. Spielminute. Und da sehen wir hier gleich in der Hintertorkamera ein richtig dickes Ding ans Lattenkreuz vom Verteidiger der Eisbären Berlin. Es war emotional, es war stimmungsgeladen, nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf den Trainerbänken. Und der nächste Paukenschlag der Berliner ließ auch nicht lange auf sich warten. 25. Minute, Sean Batman. Er hat seit 28. Dezember nicht mehr getroffen. Und hier hat er Pech, trifft nur den Außenpfosten. 5 Minuten noch zu gehen im zweiten Drittel. Und auch die Schwenninger mit einem Knallbonbon. Damien Fleury völlig freistehend. Küper mit dem Stockende rettet das Unentschieden. Und dann die Berliner mit dem quasi letzten Angriff nochmal mit dem Schuss. Und plötzlich war die Scheibe im Kasten. André Rankel staubt ab zum 2:1. 40. Minute. Dupont zunächst hinten an die Bande. Nöbels trifft den Puck nicht und irgendwie mogelt ihn André Rankel an Dustin Strahlmeier vorbei. Zur 2:1 Führung für die Gäste, die aber nicht ganz unverdient war, denn die Berliner hatten im zweiten Abschnitt eine Ticken mehr vom Spiel als die Hausherren. Ja, noch keine entspannte Miene bei Uwe Krupp. Der wusste, das wird nochmal ein ganz harter Schlussabschnitt. Und der folgte, denn die Schwenninger, sie rannten an wie die Wilden mit Bartalisch. Aber Endstation, in dem Fall Marvin Küper. Wie so oft an diesem Abend, nach dem frühen Gegentor, wurde er besser und besser und brachte die Schwenninger schier zur Verzweiflung. Es läuft schon, die Schlussphase. Schwenningen mit 2 Mann Überzahl und Tim Bender an den Pfosten. Was für eine Chance zum Ausgleich in der Schlussphase. Wieder keine Sicht für Küper. Und wieder Glück für den Schlussmann der Berliner, der aber nochmal ganz groß auftrumpfen sollte. Wenige Sekunden vor dem Ende entschärft er diese Chance von Damien Fleury. Schon auf dem Weg ins andere Eck hält er diesen Sieg am Ende fest. Und Riesenlob gab's nach der Partie auch von seinem Gegenüber, Dustin Strahlmeier. Küpper hat heute brutal gehalten. Eigentlich alles, was er halten konnte. Und der Rest hat Berlin vom Tor aufgeräumt, also da hat es das Leben einfacher gemacht und ja, das war der Schlüssel zum Sieg. Ich habe getan, was ich konnte. Die Mannschaft hat es mir relativ einfach gemacht, um ehrlich zu sein. Nach so langer Zeit war es auf jeden Fall ein ungewohntes Gefühl, wieder am Tor zu stehen und ich freue mich, dass wir heute die 3 Punkte geholt haben. Berlin gewinnt also einen harten Fight in Schwenningen mit 2:1 und die Wild Wings, für die wird es im Kampf um die Playoffs jetzt wieder ein gutes Stück weit enger.